Podcasts werden in den Medien oft als Sendungen oder Radioshows bezeichnet, die sich einem bestimmten Thema widmen. Videopodcasts ermöglichen durch Visualisierung in Kombination mit der Sprache eine tiefergehende Verständnisebene für Lernende in der Grundschule. Die Videopodcasts, die im Seminar entwickelt wurden, sind sogenannte Educasts und haben das Ziel der Wissensvermittlung im Sinne von Erklärvideos. Und genau da fängt es an. Was ist eine gute Erklärung? Was und wie soll erklärt werden? Ihr kennt doch alle die Sendung mit der Maus. Wenn Armin was erklärt hat, egal wie schwer, hab ich das alles gut verstanden. Oder es gibt das Storytelling. Die Zuhörer werden in den erzählten Geschichten eingebunden, damit sie den Gehalt der Geschichte leichter verstehen und eigenständig mitdenken. Das soll bewirken, dass das zu vermittelnde Wissen besser verstanden und angenommen wird. Zu einem Videopodcast gehört das Storyboard, was die Studierenden vorher schreiben mussten. Erst dann wird alles strukturierter. Hinter dem Projekt Levim steckt Lernen mit Videopodcasts im Mathematikunterricht der Grundschule, Zugänge für eine mehrsprachige Schülerschaft. Das heißt, ausgewählte mathematische Themenbereiche der Grundschule, wie etwa die schriftlichen Normalverfahren, produktive Aufgabenformate wie die Zahlenmauer oder eben auch mathematisches Modellieren, sind als Videopodcast nicht nur in deutscher Sprache verfügbar, sondern zum Beispiel in Türkisch, Arabisch oder Russisch. Die Kinder, die wenig, gar kein oder kaum Deutsch können, haben so die Möglichkeit, diese mathematischen Sachverhalte zunächst in ihrer Muttersprache zu sehen und auch zu hören, damit sie auch eine Vorstellung davon bekommen, welchen Sinn zum Beispiel Aufgabenstellungen machen, die sie gerade im Mathematikunterricht behandeln. Oder zum Beispiel, warum wird in Deutschland die schriftliche Division in der Schreibweise anders dargestellt als in dem Land, aus dem sie kommen. Dann, und das ist ja auch das Ziel, sollten die Kinder das Video in deutscher Sprache anschauen, um die mathematische Fachsprache zu erlernen. Bu bir ufak duvara benziyor. Aferin ufak dedektif. Bu bir sayı duvarıdır. Her evin olduğu gibi bu duvarın temel taşı da istikrarı sayılıyor. Bunların ismi Basissteine. Das sieht aus wie eine kleine Mauer. Gut erkannt, kleiner Detektiv. Das ist eine Zahlenmauer. Wie jedes Haus hat auch eine Mauer Grundsteine, die für die Stabilität sorgen. Hier heißen sie Basissteine. Ja, die bisher 11 Videopodcasts für die Grundschule sind in Zusammenarbeit mit meinen Studierenden für das Lehramt der Grundschule in meinem Fachgebiet Mathematikdidaktik entwickelt worden. Die Studierenden haben unglaublich viel Engagement und Freude und ja, Enthusiasmus in dieses Projekt mit eingebracht. Und vor allem war es eine Herausforderung auf vielen Ebenen. Also bevor wir mit dem eigentlichen Podcast anfangen konnten, mussten wir uns erst hinsetzen und das Thema fachlich durchdringen. Und dann im Anschluss haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir das Thema so didaktisch aufbereiten können, dass es für die Kinder auch interessant und verständlich wird. Wir wollten halt, dass das Video authentisch rüberkommt und nicht so gezwungen aufgesetzt. Im Endeffekt konnten wir mit diesem Video halt bezwecken, dass wir das mathematische Fachwissen und auch die Didaktik miteinander vernetzen. Und beides ist ja für einen Mathematiklehrer äußerst wichtig. Die Entwicklung der Videopodcast bildete somit einen Teil ihrer Lehrerausbildung zur Mathematiklehrerin oder zum Mathematiklehrer. Es wird ja viel darüber diskutiert, dass angehende Lehrkräfte über hohe Medienkompetenz verfügen sollen, wenn sie in die Schule gehen, oder auch, dass praktizierende Lehrerinnen und Lehrer diese Medienkompetenz durch Fortbildung erhalten sollen. Und in diesem Seminar wurden ja viele Ebenen miteinander verknüpft. Das heißt, nicht nur das Fachliche, sondern auch das Didaktische. Vor allem eben auch dann die Umsetzung, die in dem Fall in das Medium des Videopodcasts geflossen ist. Des Weiteren wussten die Studierenden auch von Beginn an, dass ihre Videopodcasts nicht bei mir auf der Festplatte verstauben, sondern dass sie zugänglich sind über eine Homepage für praktizierende Lehrerinnen und Lehrer und daher auch Anwendung finden. Persönlich halte ich das für einen sehr schönen Anreiz,
was auch die Studierenden so empfunden haben. Im Seminar haben wir erstmal darüber gesprochen, was überhaupt gutes Erklären ausmacht. Welche Eigenschaften sind das und haben auch die Verbindung zum Sendung mit der Maus-Format geknüpft, obwohl das Umsetzen in den eigenen Videos in diesem Stil sehr, sehr schwierig war. Wir haben dann über das Storyboard geredet, was für uns super hilfreich war, weil wir eben einen roten Faden hatten, an dem wir uns langhangeln konnten. Und eine große Herausforderung daraufhin hat dann die Verbindung zwischen fachlichem und didaktischem dargestellt und eben auch die Visualisierung und diese technischen Kniffe irgendwie hinzubekommen, war für uns Laien sehr, sehr schwierig. Hat aber dann, wie ich finde, sehr gut geklappt. Alle Studenten waren unheimlich kreativ und haben super Videos hinbekommen. Wir hoffen alle, dass die Videos den Kindern gefallen, dass sie Spaß haben im Gucken, selbstverständlich auch was lernen und dass genau die Kinder, die eben Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben oder eben gar keine Erfahrung damit, daraufhin gut mit Mathe umgehen können. Die Videopodcasts können Sie unentgeltlich von dieser Homepage runterladen. Bisher ist es noch nicht gelungen, alle 11 Videos einheitlich in einer Sprache zu übersetzen. Das ist aber derzeit in Arbeit. Also bitte schauen Sie immer wieder auf unsere Homepage und sehen, welche weiteren Sprachoptionen zu den einzelnen Videos vorhanden sind. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß jetzt mit diesen sehr liebevoll gestalteten, entwickelten Videos von meinen Studierenden und würde mich sehr über Rückmeldung freuen, inwieweit und wie Sie diese Videopodcasts im Unterricht anwenden und welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben. Viel Spaß beim Anschauen der Podcasts.